Das ist Ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White. Dein Fall wird gerade verhandelt. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Offenbarung 14, Vers 7. Im Jahr 1844 betrat unser großer Höherpriest das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums, um mit dem Untersuchungsgericht zu beginnen. Die Berichtsbücher werden im Gericht eröffnet und das Leben aller, die an Jesus geglaubt haben, wird vor Gott ausgebreitet. Unser Anwalt beginnt mit denen, die zuerst auf der Erde lebten, stellt dann die Fälle der auffolgenden Generationen dar und schließt mit den Lebenden ab. Jeder Name wird erwähnt und jeder Fall sorgfältig untersucht. Namen werden angenommen, andere abgelehnt. Wenn Menschen irgendwelche Sünden im Berichtsbuch als unbereut und unvergeben stehen haben, dann werden ihre Namen aus dem Lebensbuch gestrichen. Jetzt leben wir am großen Versöhnungstag. Im symbolischen Dienst wurde während des Versöhnungsdienstes, den der Hohepriester für Israel leistete, von allen gefordert, mit sich selbst ins Gericht zu gehen, indem sie ihre Sünden bereuten und sich vor dem Herrn demütigten. Andernfalls wurden sie vom Volk getrennt. Genauso sollten alle, die ihren Namen im Lebensbuch belassen möchten, jetzt in den wenigen Tagen ihrer verbleibenden Gnadenzeit sich vor Gott ernstlich prüfen, indem sie Kummer über ihre Sünde und echte Reue zeigen. Das Herz muss gründlich und sorgfältig durchforscht werden. Allen, die ihre bösen Neigungen überwinden wollen, die nach der Oberherrschaft drängen, steht ein erster Kampf bevor. Die Vorbereitungsarbeit muss jeder persönlich anpacken. Wir werden nicht gruppenweise gerettet. Die Reinheit und Hingabe des einen wird nicht den Mangel an diesen Eigenschaften bei einem anderen ausgleichen. Jeder Einzelne muss geprüft und ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen vorgefunden werden. Neben den Namen aller, welche die Sünde ehrlich bereut und durch den Glauben das Blut Christi als ihr Sühnopfer angenommen haben, steht in den Büchern des Himmels das Wort Vergebung. Da sie Teilhaber der Gerechtigkeit Christi geworden sind und ihre Charaktere mit dem Gesetz Gottes übereinstimmen, werden ihre Sünden ausgelöscht. Sie selber aber werden des ewigen Lebens für würdig befunden. Der Herr erklärt, ich, ja ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen und der deine Sünden nicht gedenken wird. Jesaja 43, Vers 25. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns.